Customs kann ich Iskra finden, jawohl, Büchsenmacher ist egal. Dann das Tarkon Director in Big Red. In Big Red habe ich mir den Schlüssel von Therapist jetzt besorgt, den habe ich getradet mit Cookies, die ich bei ihr gekauft habe. Hier bin ich mir nicht sicher, was das für ein Raum ist, das werde ich mir erstmal anschauen und gucken, welchen Schlüssel ich da brauche. Dann ein Gas Analyzer kann man finden, Aufruhr, PMCs mit Pistolen, müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Finde die wertvolle Fracht, das ist die Leiche hinter dem Checkpoint. Eliminiere USIC PMCs, das wird vielleicht einfach so passieren. Genau, also das sind die Quests. Den Schlüssel habe ich dabei. Und damit hi. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Tarkov geht wieder in eine neue Runde. Das Zombie-Event ist fast vorbei. Die sind nur noch in The Lab unterwegs. Deswegen kann ich auf Customs gehen. Das wird alles versichert und wir sehen uns gleich im Raid. So. Du läufst nicht weg, okay. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Ah, Big Red. Perfekt. Okay, let's go. Ich glaube, ich renne sofort rein, ohne Umwege. Ich habe letztens gelernt, dass die PMCs drinnen spawnen, was natürlich eine saumiese Nummer ist, ne? Wenn ich den Early Spawn habe. Oder einen der Spawns, bei denen ich als Erster irgendwo sein kann und dann aber die PMCs drinnen spawnen. Das ist doch voll mies. So, wo sind wir hier? War hier nicht irgendwo das Ding? Da hinten rennen sie. Die ganzen Scavs. Macht das Sinn, auf die zu schießen von hier aus? Ich glaube ja. So, hier ist doch das gute Ding. Let's go. Lassen wir mal noch. Erstmal ein bisschen looten. Was haben wir hier? Keinen Loot. Doch, eine Jacke. Gleichzeitig YouTube und Twitch streamen darf man mittlerweile, ja. Du musst halt darauf achten, dass deine Internetleitung das packt. Habe ich was gehört? Es könnte sein, dass ich was gehört habe. Machen wir mal das Loch zu. Gibt's hier noch irgendeinen spannenden Loot? War hier nicht irgendwo so ein Tresor oder sowas? Ich dachte mal. Ah, da. So, baller ich jetzt ein bisschen auf Scavs da hinten. Den haben wir erwischt.
Steht da noch einer? Ja, da stand einer. Ich bin versucht, näher an meinen Monitor ranzugehen. Um besser sehen zu können, aber ich glaube, die sind alle abgehauen. Die haben Schiss. Ach, ich weiß, was ich höre. Oh, das dumme Zombie-Event ist ja noch teilweise. Ich glaube, ich höre hier Zombie-Geräusche. Obwohl es keine Zombies gibt hier bei mir gerade. Oder geben sollte. Nee, da will ich nicht lang. Iskra. Mac Gear. Keine Ahnung, was das ist. Ich nehme einfach mal alles mit. Die ganze Zeit das Gefühl, ich höre irgendwie um die Ecke irgendwas. Miese Sache. Oh, Paranoia. Ich kick gerade Vollgas. Ich glaube, ich sollte nicht morgens um 9:30 die erste Aufnahme starten. Dann noch diese dämlichen Zombie-Geräusche. Ah, da wollte ich eigentlich auch rein. Mist. Gehe ich jetzt nicht nochmal zurück. Ah, dieses Scope ist jetzt nicht das Beste. Das geht zu hoch. Jetzt. Hör doch hier schon wieder in meiner Nähe irgendwelche Sachen. Ich krieg gleich so hart auf die Fresse, glaube ich. Mega viel Schiss. Gibt's hier gar kein Loot? Ich dachte, hier drin gäbe es Loot. Ups. Na, das hat ja gar nichts gebracht, hier reinzugehen. Hallo? Irgendwer da unten? Nee?
Sieht nicht so aus. Nachdem ich jetzt die 4 Scavs da gekillt habe. Alles viel zu ruhig. Ich finde das auch ganz furchtbar, dass im PvE die PMCs und die Scavs nicht aufeinander schießen. Ich weiß nicht, was der für Munition hat, aber nehmen Sie mal mit. Gucken wir uns gleich an. Kai, alles klar. Guten Appetit. Oh, ein Hahn. Abflussreiniger, weiß ich nicht, ob ich den für irgendwas brauche. Ah, Moment. So geht's schneller. So, was haben wir hier? Okay. Die geht noch klar. Also ich brauche keine 3 Sturmhauben. Reicht, wenn ich eine dabei habe. Und den MNB. Was auch immer MNB heißen soll. Kann ich das mitnehmen? Und den hier runterpacken? Jawohl. So, gut. Hundegebell. Würde mich wahrscheinlich überhaupt nicht stören, wenn nicht andere Spiele meine Angst vor Hunden geschürt hätten. So zum Beispiel Dark Souls oder Elden Ring. So, mein Bester, gib mir den Schlüssel. Gute Munition. Machen wir es so. Und hoffentlich kann ich das Morphin einfach benutzen. Apropos. Sollte ich mir vielleicht mal ein paar Sachen hier runterlegen, hm? Das ist zwar jetzt eine wilde Sortierung, aber egal. Wow! Oh, erschreckt mich halt! Grind oder Grinder. Grindern-Rom. Dankeschön für den Follow. Dachte, was passiert jetzt? Buh. All auf 180 hier. Will ich ins Drogenlabor? Nicht so wirklich. Ich will eigentlich... Am liebsten würde ich... rüber in Dorms gehen. Und mir mal die Räume anschauen. Der PvE-Modus, der ist aber auch Horror pur, ne? Weil man keine Schüsse hört und nix. Was war das? Was ist das?
Seit wann sind hier Reiher? So kreischen doch Reiher oder Gänse. Seit wann gibt's Gänse auf den Maps? Und Hunde? Überhaupt irgendwelche Viecher, die hier rumbrüllen? Als ob... Und Storch? Was ist das hier? Wir sind doch nicht in einem Zoo. Außerdem wurde hier rumgeballert. Die hauen doch alle kilometerweit ab, wenn solche lauten Geräusche kommen. Ich hab so viel Schiss, ne? Ich muss nur kurz darüber und schauen, welcher Raum das war mit dem Wasser. Welche Nummer der hat. Kommt man hier rein? Nein. Wie war das noch? Wie kommt man hier am besten rein? Nee, so nicht. Sag mal, muss ich echt zur Vordertür rein oder was soll das hier? Hier komme ich rein. Hallo? Okay. Da drüben irgendwer? Weiß ich nicht. Hier wird ja jetzt keiner... Oh, ein Gaming-PC. Oh, in den darf ich nicht reingucken. Hier wird ja jetzt wohl hoffentlich keiner... so ganz assi-mäßig hinter irgendeiner Ecke campen. Warum ist hier so wenig los? Man wiegt sich dann immer so ein bisschen in Sicherheit. Und wenn man dann zu sicher ist, genau dann kommen die Leute um die Ecke. Jedes Mal und dann sterbe ich. Eine Maske, keine Ahnung, brauche ich doch nicht. So ist das die 206 in dem Fall. Ja. Muss die 206 sein, der Raum, in den ich rein will. Gut, wissen wir das? Ich hab's mir fast schon gedacht. Irgendwie hatte ich da was im Hinterkopf. Komme ich hier von innen raus? Nee, auch nicht. Was brauche ich überhaupt? Ein Maßband. Oh, dieses Maßband. Ich habe hier übrigens immer noch meinen schlauen Zettel liegen. Vom letzten Mal. Meinen Spickzettel, was ich alles brauche. An Gegenständen. Da steht Gas Analyzer drauf, Iskra, Autobatterie und Maßband. Brauche ich das ISO-Band für irgendwas? Ich weiß es nicht. Warte mal, hier ist doch ne. Oh. Da braucht man wohl einen Schlüssel. Weg hier. Und jetzt...
Durchsucht die Registrierschränke. Sind da können da Maßbänder drin sein, oder was? Oh, wusste ich nicht. Ja, zurück gehe ich jetzt nicht nochmal. Ich will jetzt darüber. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 20 Minuten, das reicht eigentlich. Aber ja. Oh oh, jetzt sterbe ich wieder an der Granate. Nein, tue ich nicht. Okay, gut. Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Es sind mehrere, glaube ich. Ich habe ihn nur irgendwas mit Motherfucker rufen hören. Gas-Analyzer können da auch drin sein. Cool. Kurz aufmerksam sein, ob hier irgendwo einer ist. Danke. Habe ich da gerade 3 Scavs geheadshottet? Weiß ich nicht. So, wo ist die Ratte, die da eine Granate auf mich geworfen hat? Jagt er mich? Weiß ich nicht. Die Steps gehört. Finde ich gut. Eigentlich habe ich nicht allzu viel Zeit, um jetzt hier großartig zu kämpfen. Also hier nah war irgendwo einer an der Wand. Ich habe halt auch keine Granate oder so dabei, ne? Ich glaube, da waren auch gerade auch PMCs mit dabei. Ich sollte nicht da unten durchlaufen. Das wäre eine dumme Idee. Ich gehe wieder den Weg. Und guck mal von hier. Hm.
Weiß ich nicht. Fühle mich nicht sicher dabei. Hier kann mich ja jetzt niemand... Ist da noch ein Sniper auf dem Dach irgendwo? Nee. Oh Mann, ey. Bin ich aufgeregt. Wo ist der Typ, der mich hier verfolgt hat? Den sehe ich nicht. Ist vielleicht zurückgegangen. Oh, ich höre was. Was ist das für Munition wohl hier in den Magazinen? Hey, das ist doch Schmutz, oder? Ah, lassen wir lieber. So, hier hinter der Wand ist einer. Ruft der von drinnen oder ruft der von hinter der... Da. Hoppla. Der ruft von drinnen. Heidenei. Das Kaliber, ja, mich interessiert aber das Kaliber jetzt nicht so. Ich will ja alle Kaliber gute Munition haben. Ich muss hier jetzt auch noch looten, ne? Ich muss jetzt hier, ich habe tatsächlich 3 Kills hier drin gemacht. Ich muss hier aufräumen und dann auch noch looten. Ja, hör mal einmal das Loch hier zu. Und das hier auch. So. Also eigentlich reicht's, wenn ich die Scavs angrabbel, wurde mir gesagt. Einfach nur einmal so kurz ein bisschen angrabbeln. Aber mal gucken, ob die nicht doch irgendeine Kleinigkeit dabei haben. Ja, von den Dingern habe ich jetzt schon genug eingepackt. Ja, egal, so. Eine SKS ist aber auch halb kaputt. Ja, ist egal. Der könnte nette Munition haben. Ach ja, warum nicht? Komm. Trockenfleisch, ja, why not? Zucker. Ich glaube, der war irgendwie ein bisschen sinnvoll, den mitzunehmen. Was ist hier drin? SP. Ist es nicht wert, denke ich. Weiß ich nicht. 7.62x39 brauche ich aber eigentlich. Komm, ich nehme sie mit. Ich nehme sie mit. So, und dann waren das da hinten. Oh, warte mal. Da hinten waren 2 PMCs, oder? Der eine da vorne und der, der dann von hinten kam. Die beiden hier. Ja. Das
Klick. Oh, die ist, glaub, geil. Aber, ach, Mann. Was schmeiß ich weg? Dich schmeiß ich weg. Dich schmeiß ich weg. Dich schmeiß ich weg. Isoband, komm. Das saufen wir jetzt einfach. Der kann weg. Ich glaube, die ist gut. Bin mir nicht sicher. Eine Granate. Ja, warum nicht? Ach du Scheiße. Der ist voll. Oh Junge. Das will ich haben. PRS-BP. Die ist, glaube ich, richtig nice. Der Wodka, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich nehme ihn aber nicht mit. Das ist die gleiche wie die hier, oder? Kann ja nicht schaden. Und dann lassen wir das da und nehmen dafür das mit. Oh ja, die ist absolut überflüssig. Da hast du recht. Zahnpasta für einen Stash irgendwie. Da kann ich jetzt nicht sehen. Munition entladen. Jetzt kann ich sehen. Was bist du? Keine Ahnung, lohnt sich nicht. Du kommst noch mit. 7 Minuten. Waffen brauche ich nicht. So, dann den Kumpel hier hinten noch. Die gleiche. 120 Schuss habe ich davon jetzt hier dabei. Scheiß drauf. Brauche ich nicht noch mehr. Mitnehmen erstmal. Vielleicht ärgere ich mich irgendwann, aber dann ist es halt so. Granaten! Und Relais. Ich glaube, die braucht man auch irgendwann, ne? Blutset und Spritze. Weiß ich nicht. RIP, PRS, Blei, FLG. Keine Ahnung. Nee, passt schon. Ab die Post. Bin eh schon überladen. Dann grabbeln wir dich noch kurz an. Du wurdest von irgendwem gelootet. Ich hab dich doch vorhin erst gekillt, oder? Irgendwer wollte dich looten. Oder hat dich gelootet. So, XP mitgenommen. Mal raus hier. Ich müsste ja, wenn ich hier durchgehe, eigentlich ganz gut vorankommen. Ich habe noch gar nicht geguckt, was für Ausgänge ich habe. Hoffentlich ist hier auch mein Ausgang. Ja, passt. Oh Mann, ey. Da vorne? Ach, das ist die umgekippte Laterne. Hallo? Hallo? What the fuck? Okay. Egal. Auf und lass mich raus. Ja, kann man machen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, warum man das tut, aber man tut es, habe ich gesehen.
Oh, das war doch in Ordnung. Lange unterwegs gewesen hier an der Stelle. Aber gut. Ich glaube, ich habe ein bisschen was Schönes mitgenommen. Lol. 24 Minuten 11? Moment. Wait. Also hier, das waren die drei Headshot-Scaffs. Und dann habe ich noch mal einen Bär gekillt? Okay. Wie auch immer das passiert ist. Geil. 14 Kills, davon drei Bärs. Let's go. An alle, die nicht live dabei sind, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.